Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute haben wir eine ganz spezielle Person links neben mir, von euch aus rechts sitzen. Kathi. Kathi, magst du dich einmal unseren Zuschauern vorstellen? Einmal kurz erzählen, wie so vielleicht der Hintergrund von dir ist, weshalb du vielleicht auch hier bist. Und genau, dann würden wir ein kleines Interview führen. Also ich bin die Katrin Rossmann, man kennt mich auch unter Kathi Rosi, vor allem auf Instagram und auf Strava. Ich fahre unheimlich gerne Rad, das ist meine große Leidenschaft. Ich bin eigentlich als Rechtsanwältin tätig und Radsport ist mein Hobby. Wir sind hier heute in Sölden und morgen steht der Ötztaler Radmarathon 2023 an. Ich konnte letztes Jahr das Rennen überraschenderweise für mich entscheiden und bin als Siegerin hier in Sölden eingefahren. Und deswegen gehe ich dieses Jahr wieder hier an den Start und hoffe natürlich, meinen Titel verteidigen zu können. Habe große Erwartungen zum einen an das Rennen, aber will auch einfach einen schönen Tag haben und gucken, was rauskommt. Und wenn es klappt mit der Titelverteidigung, wäre es natürlich ein super Plus. Aber ich bin auch nicht traurig, wenn ich einfach einen super geilen Tag mit 4 super coolen Alpenpässen verbracht habe. Beschreib mal gerne, was ist der Unterschied vom letzten Jahr zu diesem Jahr? Du reist ja jetzt hier eben als Titelverteidigerin an. Da lastet wahrscheinlich schon nochmal eine andere Erwartungshaltung auf dich. Letztes Jahr bist du einfach frei hier angereist. Du hast ja auch in einem Vorabgespräch erwähnt, dass du überhaupt deinen ersten Radmarathon hier beschrieben hast. Also sozusagen direkt die Creme de la Creme ausgepackt hast. Wo ist der Unterschied vom letzten Jahr zu diesem Jahr? Ja, letztes Jahr bin ich als unbeschriebenes Blatt hier angereist. Ich habe davor sogar noch eine Woche Alpenpässe in den französischen Alpen verbracht. Tour de France-Pässe bin ich noch gefahren, weil ich gar nicht wusste, was eigentlich hier so auf mich zukommt. Wollte das unbedingt noch mitnehmen, weil ich das schon gebucht hatte. Bin dann von den französischen Alpen direkt hierher gefahren und bin mit dem Auto damals von Italien das Timmelsjoch Richtung Sölden gefahren. Und dann sind wir freitags, wie gesagt, das Timmelsjoch hochgefahren und ich dachte schon, oh meine Güte, auf was habe ich mich hier eingelassen? Und war, wie gesagt, unbeschriebenes Blatt, auch in Sachen Streckenkenntnisse hatte ich eigentlich keine Ahnung, habe den GPX-Track draufgeladen und mich auch über den Garmin die Berge hochgepaced, weil ich, wie gesagt, die Anstiege nicht kannte. Und es ist einfach alles gut für mich ausgegangen. Ich hatte dann am dritten Pass am Jaufen super gute Beine und konnte mich absetzen und das dann übers Timmelsjoch auch drüber retten und dann eben den Radmarathon für mich entscheiden. War mein erster Radmarathon, gleich Creme de la Creme ausgesucht. Und dieses Jahr ist natürlich alles ein bisschen anders. Jeder kennt mich. Letztes Jahr kannte mich keiner, da war ich der Underdog. Da mussten sie erstmal im Livestream googeln, um überhaupt zu wissen, wer ich eigentlich bin. Dieses Jahr kennen mich ganz viele und sprechen mich auch drauf an. Und die meisten sind auch gar nicht, also sind immer natürlich begeistert von dem Sieg, aber sind eigentlich auch begeistert eher von meiner Person und wie ich Job und Radsport miteinander kombiniere und dass ich halt eben nicht so verbissen an den Start gehe, sondern schon auch Ambitionen habe und natürlich auch viel trainiere und es kommt auch nicht alles von ungefähr, aber dass ich das einfach auch mit Spaß mache und auch einfach an dem Tag Spaß haben will. Deswegen muss ich auch sagen, bin ich gar nicht so aufgeregt jetzt vor morgen, auch wenn all eyes on me hier lasten und viele mich kennen oder beobachten, wenn ich hier durch Sölden laufe oder auf der Expo bin und natürlich auch mein Training beobachtet haben und mir vorher auch schon Nachrichten schreiben und auch manchmal mein unkonventionelles Training auch bewerten. Aber wie gesagt, ich gehe hier trotzdem mit einem guten Selbstbewusstsein auch an den Start, aber man darf die Konkurrenz nie unterschätzen und ich will einfach ein gutes Rennen abliefern, das alles aus mir rausholen, was morgen drin ist und dann bin ich zufrieden. Training ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Beschreib mal gerne so eine klassische Trainingswoche von dir, beziehungsweise wie hast du dich spezifisch auf dieses Rennen vorbereitet? Du hast ja die Tour Transalp letztens sehr, sehr erfolgreich absolviert. Ja, ich denke, das dürfte auch den einen oder anderen interessieren. Man muss ja sagen, ich habe ja gesagt, ich trainiere sehr unkonventionell, also so Trainingsplan und Intervalle sind nicht so mein Fall eigentlich. Mein Motto ist eher viel hilft viel, also ich versuche halt in meinem Alltag so viel Radsport oder so viele Radkilometer wie möglich unterzubringen. Ich reise hier auch nach Sölden mit schon 18.500 Radkilometern an, also schon ein ordentliches Brett. Konnte es noch mal ein bisschen steigern im Vergleich zum letzten Jahr. Unter der Woche fahre ich meistens morgens vor der Arbeit oder eigentlich immer morgens vor der Arbeit. So von 5 bis 8 ist so meine Trainingszeit. Und am Wochenende versuche ich halt einfach lange Einheiten einzubauen, vor allem Samstag, Sonntag an beiden Tagen eigentlich lange zu fahren. Und ein oder zwei Einheiten auch mal auf Zug. Aber wie gesagt, Intervalle sind eigentlich nicht so mein Fall.
spannend tatsächlich. Wie machst du es dann mit der Regeneration, wenn du sagst, du bist dann so großvolumig unterwegs und eigentlich tagtäglich auf dem Rad? Ja, irgendwo muss ja wahrscheinlich der Körper adaptieren und man muss ja irgendwie die Chance geben, dem Körper die Ruhe zu geben, dass er den Reiz ranbekommt. Ist das für dich so eine große Herausforderung oder gibt es da andere Hürden, wo du sagst, die sind für dich ein bisschen schwieriger zu bewältigen? Also ich muss sagen, komplette Ruhetage liegen mir eigentlich gar nicht. Ich bin eher jemand, der die Bewegung irgendwie auch braucht. Ich würde mal gar nicht sagen, dass das körperlich notwendig für mich ist, sondern auch einfach irgendwie geistig, weil es für mich halt der perfekte Ausgleich auch zum Job ist. Und wenn ich nur 90 Minuten morgens ganz easy locker Radfahren gehe, dann ist es für mich auch einfach Entspannung. Und man muss halt auch, oder was viele halt nicht können, ist halt auch einfach mal ganz locker fahren. Ich fahre auch einfach mal dann montags morgens einfach auch mal 90 Minuten ganz easy. Dann fahre ich halt auch mal vielleicht einen 25er oder einen 24er Schnitt. Und am Wochenende fahre ich halt mal einen 33er Schnitt irgendwie über 180 Kilometer. Also die Variation macht es halt einfach. Ja. Ich denke, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, man muss sich immer noch auf sein Körpergefühl verlassen und darauf hören, was kann der Körper überhaupt leisten, was möchte er überhaupt heute. Und ich glaube, so ganz starr im Trainingsplan die ganze Zeit hinterherhetzen, ohne vielleicht die ganzen Einflussfaktoren von außen, ist manchmal schwierig. Daran scheitern auch die einen und anderen. Ja, genau. Deswegen. Ja, ich finde, das Schlagwort Körpergefühl ist eigentlich ein gutes Schlagwort, würde ich sagen, weil ich höre sehr viel eigentlich auf meinen Körper, auch während dem Rennen. Ich habe zwar ein Wattmesser auch am Rad und ich gucke auch mal drauf, aber eigentlich pace ich mich nach Gefühl, weil ich eigentlich ein gutes Gefühl für einen guten runden Tritt habe, wo ich das Gefühl habe, die Beine übersäuern nicht, ich gehe nicht ins Laktat, ich bin noch knapp unterhalb meiner Schwelle und kann effizient treten. Und so fahre ich eigentlich auch die Pässe hoch. Und das Gute hier beim Radrennen ist ja, man kann vor allem hier beim Ötztaler Radmarathon in den Bergen schon ein bisschen schärfer fahren, weil man hat meistens immer relativ lange Abfahrten und ist dann auch oft in der Gruppe, wo man dann auch die Beine wieder ein bisschen regenerieren kann, sich verpflegen kann und dann kann man am nächsten Berg wieder mit Gas reinfahren. Ja, Rennen ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Dieses Jahr stehst du ja wieder als eben Titelverteidigerin am Start. Wie sieht es dieses Jahr aus? Gibt es für dich irgendwo eine Schwachstelle im Rennen, wo du sagst, wenn ich die überwältigt habe, wenn ich die überstanden habe, dann bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass es gut wird? Oder gehst du da auch ganz unvorgenommen rein? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ins Timmelsjoch reinfährt und denkt, jetzt kann ich nochmal richtig einen drauflegen. Also einfach nur vom Gefühl. Es wird zwar sowieso hart werden und für jeden wird es hart werden, aber man muss ins Timmelsjoch reinfahren und denken, jetzt kann ich nochmal einen Gang höher schalten. Ja. Vielleicht, glaube ich, auch zum Abschluss ein letztes interessantes Thema. Frauen im Radsport. Ja, du fährst ja auch wahrscheinlich unter dem Motto unterwegs, die Frauen dazu begeistern, einfach auch die Radrennen mitzunehmen, sich da dem Abenteuer einfach zu wagen. Wie siehst du es? Wo sind vielleicht die Chancen? Was könnte man in der Radsportszene vielleicht besser machen, dass mehr Frauen eben aktiv auch, so wie du mit der Leidenschaft, Radrennen zu fahren, das absolvieren? Ich glaube, dass es schon immens zugenommen hat, dass sich viele Frauen auch mehr jetzt sowas wie den Ötztaler Radmarathon zutrauen. Und wichtig ist es halt auch bei so Events möglicherweise Alternativen anzubieten für eben Einsteigerfrauen, dass man halt irgendwie eine kürzere Distanz hat. Das ist jetzt hier beim Radmarathon nicht der Fall beim Ötztaler. Aber es gibt genug andere, wo es jetzt auch, keine Ahnung, dann 120 oder 160 Kilometer geht und für jeden was dabei ist. Und auch jeder, der irgendwie einsteigen will, Spaß hat und sich dann auch vielleicht von Jahr zu Jahr irgendwie steigern kann und dann auch Ziele hat, die er weiterhin verfolgen kann. Zum Abschluss, bevor der Regen hier alles Land untersetzt, wie sieht morgen für dich ein perfekter Tag aus? Wie soll es aussehen? Ein perfekter Tag wäre für mich, dass wir sturzfrei und sicher runter nach Ötz kommen, dass wir dann noch nicht so ganz hart in den ersten Berg, also ins Hüter reinfahren. Dass ich eine gute Gruppe über den Brenner erwische, die mich gut hochzieht und ich einfach schön im Windschatten bleiben kann am Brenner und dann am Jaufen attackieren kann, mich absetzen kann und am Timmelsjoch den Vorsprung ausbauen kann. Jetzt nochmal Side Note, gibt es irgendjemanden, den du auf dem Schirm hast, wo du sagst, da müssen wir drauf achten? Ja, vor allem die Italienerin vom letzten Jahr habe ich auf der Rechnung. Die hat den Marathoner letztes Wochenende gewonnen, die schätze ich sehr stark ein. Dann aus Deutschland, Janine Meyer, ist auch immer eine gute Konkurrenz. Mhm. Und natürlich die Drittjahresplatzierte, die Marta Malte aus den Niederlanden, darf man auch nicht außer Acht lassen. Okay. Ja, wir sind gespannt. Wir werden das morgen natürlich alles verfolgen. Wir stehen morgen auch an der Strecke. Das heißt, wir werden auch tatkräftig anfeuern. Ich bedanke mich fürs Interview. Wir drücken dir die Daumen, dass alles gut funktioniert. Und hoffentlich sehen wir dich dann morgen auch auf dem Siegertreppchen. Ja, das hoffe ich auch. Macht's gut. Ciao. Ciao.